Gute und willkommen im Sauwetter oder bei Barbecue Culture. Könnt ihr euch aussuchen. Wir machen heute mal ein paar leckere Grillbrötchen im Burger-Style. Was wir dazu alles brauchen. Schnelle Nummer heute. Seht ihr natürlich, wenn ihr jetzt dranbleiben, mitkommen. Ach, stopp, hier bleiben. Jetzt macht ihr gerade mal den Haken unten bei Abo, ne? Weil ungefähr 75% aller Leute, die hier zuschauen, sind gar keine Abonnenten. Also nachholen, sowas nicht verpassen. Jetzt machen und jetzt geht's weiter. Dranbleiben. Und hier haben wir schon unsere Zutaten. Wie gesagt, schnelle Nummer, hält sich in Grenzen. Wir haben hier Rinderhack, wir haben hier ein paar Aufbackbrötchen, ja, ein paar Gewürze. Hier machen wir unsere Burgersoße draus. So ähnlich habe ich die schon öfters mal gemacht. Kennt ihr wahrscheinlich schon, der länger dabei ist. Wir haben hier Mayo, Ketchup, Senf und da kommen noch ein paar Cornichons rein. Ein bisschen Salz, Pfeffer und das Ganze war's. Salz, Pfeffer habe ich vergessen, muss ich noch holen, steht da drüben. Machen wir noch. Ja, ein bisschen Käse zum Überbacken später. Was wir noch sonst machen, seht ihr jetzt. Also rüberkommen. So, wir haben jetzt hier noch unsere Cornichons. Die müssen wir natürlich noch ein bisschen klein schneiden. Und hier haben wir jetzt auch Salz und Pfeffer. Den brauchen wir gleich. Und jetzt nehmen wir unsere Cornichons. Das waren gerade meine letzten, deswegen sind die auch so ein bisschen auseinandergerobbt. Und schneiden die uns jetzt einfach in kleine Stücke. Muss jetzt nichts weltbewegend Schönes sein. Einfach hier in kleine Stücke runtergeschnitten. Das mache ich jetzt mit den ganzen. Und dann sehen wir uns wieder. So, eine Cornichons haben wir klein geschnitten. Und hier haben wir jetzt Mayonnaise, Ketchup, Senf. Mengenangaben kriegt ihr natürlich wieder unten in der Infobox. Jetzt kommen hier unsere Cornichons rein. So, dann kommt da noch ein bisschen Salz ran. Und noch ein bisschen Pfeffer. Und dann tun wir das Ganze verrühren. Und dann ist unsere Soße auch schon soweit fertig. Und dann geht es jetzt ans Hackfleisch und an die Brötchen. Ha, heute gibt es echt eine schnelle, leckere Nummer. So, und fertig ist unsere Soße. Und ich sage euch, die schmeckt lecker und geht sauschnell. Jetzt geht es um unser Hackfleisch. Und hier kommen jetzt unsere Gewürze dran. Das ist Salz, Knoblauchpulver, Zwiebelpulver und Pfeffer. Mehr machen wir heute da gar nicht dran. So, und so lassen wir es. Nein, Quatsch, das Ganze müssen wir jetzt noch ein bisschen vermengen. Das mache ich jetzt und dann sehen wir uns gleich wieder. So, unser Hackfleisch haben wir schön vermischt. Wir haben jetzt hier unsere Brötchen, die haben wir schon mal aufgeschnitten. Da tun wir jetzt groß gar nicht hier was rausmachen. Wir nehmen uns heute auch gar nicht so viel Hackfleisch pro Brötchen. Das soll nicht so dick werden, sondern eigentlich, ja, recht dünn sogar. Wenn die Brötchen nicht lang, ich habe davon noch, müssen wir mal schauen, wie das von der Menge her mit dem Hackfleisch und den Brötchen hinhaut. Jetzt nehmen wir uns hier so Hack und verteilen uns das erstmal hier schön auf unserem Brötchen. So, und so soll das aussehen. So machen wir jetzt die ganzen anderen Hälften noch und dann sehen wir uns gleich wieder, weil dann geht es schon an den Grill. So, unsere Brötchen sind fertig. Ich musste das letzte Brötchen doch noch aufschneiden. Es hat jetzt genau gelangt. Also Mengenangaben, wie gesagt, kriegt ihr alles unten in der Infobox. Wirklich recht dünn gemacht, das Hackfleisch hier drauf. Den Grill haben wir gerade vorgeheizt. Da kommen jetzt unsere Brötchen drauf, hier in den direkten Bereich. Kommt rüber, legen wir zusammen drauf. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier hinten zwei Brenner an. Schön in den direkten Bereich. Da grillen wir uns jetzt alles schön an. Die sollen jetzt richtig schön Röstaromen kriegen, unsere Brötchen. Und wenn das passiert ist, dann geht's weiter. So, und jetzt geht's gleich los hier richtig. Mein Herz schon. Ah, das wird geil. So, unsere Brötchen kriegen jetzt schon richtig Röstaromen, oder unser Hackfleisch kriegt richtig Röstaromen. Ich habe schon das erste eben runtergeholt. Und hier, ihr seht, schönes Branding drauf. Und jetzt wandern die hier Stück für Stück hier hoch. Die hinteren kriegen ein bisschen mehr Hitze als die vorderen, deswegen hole ich jetzt die hinteren schon Stück für Stück hoch. Wenn die alle da oben liegen, sehen wir uns wieder. So, alle unsere Brötchen liegen jetzt hier oben. Jetzt geht's mit der Soße und dem Käse weiter. Kommt rüber, zeige ich euch genauer. So, und jetzt geht's hier hin, nehmen unsere Soße, geben jetzt hier überall so einen Esslöffel drauf und verteilen uns den schön. Jeder kriegt jetzt einen schönen Esslöffel ab. So, und wenn dann alle schön was von der Soße bekommen haben, geht's jetzt an unseren Käse.
Und da machen wir uns jetzt so ein Häufchen hier oben drauf überall. So, dann machen wir den Deckel zu und dann darf das Ganze jetzt schön oben noch ein bisschen überbacken. Wir haben jetzt nur noch links und rechts einen Brenner an, so dass es schön indirekt alles jetzt überbacken kann. Wenn das fertig ist, sehen wir uns wieder und dann müssen wir probieren. So, unsere Brötchen sind fertig. Die waren jetzt noch mal so 5 Minuten drauf zum Überbacken. Ihr müsst ein bisschen darauf achten, dass sie von unten nicht zu dunkel werden. Also es ist alles hier noch okay. Das sind halt normal angeknuspertes Brötchen. Aber passt da auf, dass ihr möglichst indirekt seid und dass ihr hochkommt im Grill, sodass oben die Stauhitze von oben den Käse schmelzen kann. Also, ich hole das jetzt runter. Dann machen wir noch ein paar schöne Bilder und dann müssen wir das Ganze probieren. So, jetzt haben wir hier unsere fertigen Burgerbrötchen und ich sage, die riechen schon fantastisch, ohne Scheiß. Was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen probieren, ob die auch so schmecken, wie sie riechen. Und dafür nehme ich jetzt erstmal hier ein Messer und mache mal hier einen Schnitt. Holen wir ein halbes Brötchen. Schöne Kruste auf dem Käse. Soll ich euch das mal zeigen? So soll das aussehen. Und jetzt opfere ich mich mal wieder nur für euch und probiere das Ganze. Macht's nach, wenn es gefallen hat. Ich gebe euch jetzt mal Bescheid, ob es schmeckt. Ja. Boah, geil. Saugeil. Dieses knusprige Brötchen, das saftige Fleisch, die cremige Soße und die Kruste von dem Käse. Sehr geil. Also, wer Bock hat es nachzumachen, lässt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und ein Abo da, weil dann verpasst ihr so Sachen nicht mehr. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Rezept wiedersehen, weil ich will das jetzt essen, ich will mich verabschieden. Also, wir sehen uns beim nächsten Rezept, euer Markus von Barbecue Culture und tschüss. Und ich darf jetzt essen. Ho, ho. We'll be right back.